Hallo, ich komme von angekommen in Fürth TV. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen. Wo kann man neue Leute kennenlernen? Naja, in Bars, in Clubs, auf der Straße. Auf jeden Fall, wie Sie es schon machen, auf die Leute zugehen, würde ich sagen, ansprechen und dann, ja, für junge Leute ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Mal irgendwo zur Disco oder wo. Überall, am besten in irgendeinem Sportverein oder sonst so einer Veranstaltung, ja. Indem man rausgeht, auf die Straße, spazieren, einkaufen, überall. Neue Leute kann man zum Beispiel in den Jugendhäusern kennenlernen, also als Jugendlicher. Das geht relativ ungezwungen. Ansonsten denke ich häufig auch durchs Weggehen oder durch Cafés oder sowas. Und Facebook ist vielleicht auch behilflich. Kann auch sein. Und neue Leute kennenlernen, und das weiß ich gar nicht. Ich habe ja schon lange keine neuen Leute mehr kennengelernt. Also Kaffee in der Stadt, einfach auf die Menschen zugehen. Hallo, hi, ich bin, was weiß ich, der Udo. In Cafés, da ist Impact, Shisha-Café, kann man auch sehr gut Leute kennenlernen. Ja, in den Fürther Jugendhäusern, da haben wir ja sehr viele, in der Ottostraße da hinten oder im Connect unten oder auch in den verschiedenen Stadtteilen, auch in der Südstadt, das Südstadtbad. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten in Fürth. Ja, Turnverein 1860 Fürth. Und dann haben wir noch den MTV-Turnverein mit Kegelbahnen und alles. Also da kann man viele Leute kennenlernen. Gut, in meiner Alterskategorie würde ich sagen, in Sportvereinen, bei Kursen sämtlicher Art, VHS-Kursen und so weiter, ja. In Cafés, im Park, hier in der Fußgängerzone. Beispielsweise, wenn man abends weggeht in eine Bar, in Sportvereinen, VHS-Kursen beispielsweise, das sind so Möglichkeiten, würde ich sagen. Oder auch über soziale Netzwerke. Und wie kann man neue Leute kennenlernen? Naja. Ja, oder wenn man Hobbys hat, dann kann man da Leute kennenlernen, Sportmannschaft. Da kann ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ich weiß auch nicht so. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin nicht mehr so viel unterwegs. Ja, indem man einfach auf die zugeht und sagt, hallo, ich wohne da und da, komm doch mal bei mir vorbei oder so, oder wir treffen uns auf dem Café. Indem man dann offen aufeinander zugeht und vielleicht einfach auch Lust hat, andere Leute kennenzulernen und sich nicht verschließt. Genau. Ich kann nur empfehlen, einfach so sein. Freundlichkeit, das war's. Also Freundlichkeit, höflich, hilfsbereit. Und da kann man vieles erreichen. Ja. Einfach ansprechen, ganz ehrlich. Ja, ich würde mal sagen, einfach hingehen. Vielleicht nicht alleine. Ist der erste Schritt immer schwierig, wenn man ganz alleine ist, aber vielleicht mit einer guten Freundin oder einem guten Freund mal hingehen, den Leiter von der Einrichtung, den Erzieher oder Sozialpädagogen fragen und sich vorstellen und dann, dass sie einfach mal zeigen, was gibt es, welche Aktivitäten, welche Angebote. Ja, das wäre, glaube ich, ein guter erster Schritt. Haben wir leider keine Disco. Gibt es nur in Nürnberg. Also in Nürnberg gibt es Diskotheken, da kann man viele Leute kennenlernen. Aber in Fürth ist wenig zum Kennenlernen. Vielleicht, wenn man dann mal ins Theater geht oder in die Komödie Fürth. Das ist sehr schön und das könnte ich jedem empfehlen, der neu in Fürth ist. Da die einfach ansprechen, fragen, woher sie kommen, wie alt sie sind und so weiter. Indem man sie anspricht. Indem man sie anspricht, vielleicht Fragen stellt, vielleicht mit ihnen dieselben Hobbys teilt. Das sind so Möglichkeiten. Entschuldigung, Entschuldigung. Haben Sie Zeit? Entschuldigung. Entschuldigung. Und wo haben Sie Ihre Freunde in Fürth kennengelernt? Mit meiner Ausbildung, aus meiner Klasse. Ich? Gar nicht. Ich bin nur am Arbeiten. Du vielleicht? Und Sie? Ja, wenn man mal fortgeht, so Kerwa spazieren. Ich habe neue Leute bei der Arbeit kennengelernt, und dann über den Freundeskreis eigentlich. Das erweitert sich dann automatisch sozusagen. Die habe ich so aus dem Beruf, teilweise noch aus dem Studium. Also ich habe viel gearbeitet und durch meine Freundlichkeit und meine Art habe ich auch viele Freunde also dazu gewonnen. Ne? Meistens in der Schule oder auf dem Fußballplatz. Also ich bin nicht in Fürth aufgewachsen, sondern in einer kleinen Stadt. Ja, da war ich, bis ich dann 18 Jahre alt war. Da habe ich meine Freunde von damals kennengelernt und dann bin ich nach Fürth gezogen und habe schon viele Leute gekannt. Aber da war ich vor allem dann, ja, bei Sportvereinen,
Ja, beim Fußballverein habe ich Leute kennengelernt, ja. Also die Vereine spielen vielleicht auch eine Rolle. Wenn man Fußball spielen will oder Tennis oder ich weiß es nicht, kann man auch hingehen. In der Disco. Da hatten wir noch Discos in Fürth und da habe ich kennengelernt. Über einen Kindergarten, über meine Kinder und über Kurse zum Beispiel oder über den Sport, genau. Also meistens sind es andere Mütter durch unsere Kinder. Trifft man sich auf dem Spielplatz, kommt man in Kontakt, die Kinder spielen ja miteinander. Angefangen im Kindergarten, dann auch in der Schule und auch in der Uni beispielsweise, in der Arbeit. Beispielsweise auch beim Weggehen, beim Fußballspielen, Tennisspielen. Alle sportlichen Aktivitäten haben mich irgendwo zu Freunden geführt.